der Blutregen. Es war an einem ungewöhnlich warmen Februartag. Ja, es war Februar und fast 20 Grad. Doch eines war ganz anders. Der Himmel verfärbte sich gelb. Und zwar so gelb, dass man davon einen Schreck bekam. Was passiert hier? Das Ende der Welt? In den Nachrichten hatte ich gelesen, es ist der Sahara-Staub. Eigentlich was Harmloses. Als es zu Regen anfing, wurden die Tropfen gelblich, ja fast rötlich. Man nannte es auch den Blutregen. Eigentlich auch was ganz Harmloses, doch es war doch kein so harmloser Regen. Als ich einen Tropfen abbekam, spürte ich den fiesesten Schmerz, den ich je gespürt hatte. Ich schaute auf die Stelle, wo der Tropfen niederprasselte. Ich sah nur noch Fleisch. Meine Haut war weggeätzt. Plötzlich fing es stärker an zu regnen. Und je mehr Tropfen ich abbekam, desto mehr schmerzte es. Meine Kleidung fetzte. Meine Haut. Die ganzen Wälder wurden weggeätzt. Ein saurer Regen. Ein sehr ungewöhnlicher saurer Regen. Der saurste Regen der Geschichte hat zu diesem Zeitpunkt stattgefunden. In den Nachrichten habe ich gelesen, der Säuregehalt betrug 1,9. Ein sehr, sehr starker, saurer Regen. Die Natur muss sich erstmal erholen. Das wird Jahre dauern. Dieser Regen wird in die Geschichte eingehen. Viele Menschen wurden verletzt. Die Krankenhäuser waren überfüllt. Ich hatte so großes Glück, auch wenn ich noch ziemlich viele Schmerzen davon trug. War das Ende der Welt? Vielleicht auch nur ein Vorbote. Wer weiß.